Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe mir jetzt gerade ein schönes Hefeweizen aufgemacht und dachte mir, dabei könnte ich doch mal wieder eine Runde Civilization 5 zocken mit euch zusammen. Frauchen telefoniert gerade und die hat mir auch jetzt vor kurzem eine Maus gekauft. Da war nämlich Prime Day gewesen. Ich war wie immer arbeiten und sie dachte, sie kauft mir eine neue Maus, weil meine alte Maus kaputt gegangen ist, beziehungsweise der Mausknopf, wenn man drauf drückt, hat ja oft einen Doppelklick gemacht, obwohl man nur einmal geklickt hat. Und da hat sie mir jetzt mal neue gekauft und ja, bin mal gespannt, wie sich die jetzt so beim Zocken anfühlt. Und was mir aufgefallen ist, die ist sehr laut. Es wird interessant, ob es im Video auch so laut ist. Dann werde ich mir überlegen, ob ich die vielleicht wieder zurückgib und mir eine anständige kaufe. Ja, aber trotzdem schön von meiner Lebensgefährtin, dass sie mir hier eine Maus gekauft hat. Das macht wohl nicht jede Frau. So, kommen wir mal zum Spiel. Ich habe gerade keinen Schimmer, wo wir sind. Wir machen erstmal die Ereignisleiste hier und gucken, was wir so zu tun haben. Fregatte ist gebaut worden. Ja, wir haben weiter aufgerüstet, weil wir jetzt hier zum finalen Schlag ausholen wollen. Und Gold haben wir auch genug. Wir haben immer noch Unzufriedenheitsprobleme. Da können wir aber leider nicht gegensteuern momentan. Deswegen weiter Fregatten. Tyros wird nicht mehr von England beschützt. Okay. Ein Pikenier wurde gesichtet. Ja, kennen wir. Und wir haben wieder zwei Fregatten, die befördert werden können. Einmal eine neu gebaute. Schicken wir mal runter. Ja, ich weiß nicht, was nehmen wir denn? Wir nehmen mal hier Marineeinheit mal wieder. Das passt schon. Gut, und hier haben wir wieder was zu befördern. Natürlich Reichweite, die ist ein bisschen angeschlagen. Aber das sollte so passen. Marvin, der gute Kollege, hat mit einem Trefferpunkt überlebt. Also unglaublich. Da hat er wohl Schwein gehabt, würde ich sagen. Und deswegen ziehen wir dich auch mal ganz schnell jetzt nach Rabat zurück und heilen dich. Nicht, dass du uns noch hier verloren gehst. Unser großer General, ja, ich entsinne mich, genau. Wir haben den da vorgestellt, falls einer kommt und Marvin killen will, wollte ich lieber den General opfern. Der hat allerdings auch überlebt. Und deswegen schicken wir den auch erstmal zurück nach Rabat. Gut, ja, bleiben wir doch gleich hier. Wenn wir schon dabei sind. Wir nähern uns jetzt Marrakesch, der nächsten Hauptstadt. Und wir ziehen einfach mal so weit wie wir können nach vorne. Eine russische Triere. Und sonst ist hier nur noch ein großer Admiral und eine Kanone. Die wir doch vielleicht. Jetzt ziehen wir es mal den nächsten noch ran. Phormio muss auch ran. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Und du ziehst hier ran. Wir ignorieren die Galeasse hier. Die juckt mich gerade nicht wirklich. Ich habe da auch eine hervorragende Idee. Oder auch nicht, schade. Ich wollte jetzt gerade den nach Rabat ziehen und von hier aus schießen. Aber der hat noch keine Reichweite hier. Deswegen müssen wir das leider so lassen. 1, 2, 3, 4, 5. Schade. Kann nicht mehr schießen. Ziehen wir trotzdem ran. Und ziehen wir hier. Ah, okay. Den können wir noch benutzen, um die Galeasse zu zerstören. Nur ein Stück vor. Wir haben ja Zeit. Wir müssen jetzt nicht gleich auf Marrakesch gehen. Wir machen erstmal hier, was hier auf See ist, fertig. Hat er nicht doppelten Angriff? Ah, ich hatte keine Bewegungspunkte mehr. Okay. Gut, das war denn nicht so schlau. Na gut, machen wir jetzt trotzdem platt hier. Wahrscheinlich darf ich jetzt hier auch nur einmal schießen, weil ich keine Bewegungspunkte mehr habe. Also merke, wenn man doppelten Schuss hat, dann sollte man auch die Bewegungspunkte berücksichtigen. Gut, hier unten kommt noch ein Musketier. War hier noch was unten? Ah, hier haben wir noch eine Fregatte. Sehr schön. Sophia ist feindlich. Zwei und noch einmal. Und Katscheng. Schlückchen Bier. Oh, es gibt sich nichts Schöneres als ein kühles Hefeweizen. So, hier oben stehen wir auch schon fast vor Paris. Allerdings haben wir nicht mehr viel hier und es ist kein Nachschub in Sicht.
Vielleicht hätten wir mal was in die Richtung schicken sollen. Also müssen wir uns merken, Numbamba und Umgu sollten dann mal Richtung Frankreich segeln, dass wir dort noch mehr Schlagkraft bekommen. Ja, Gefahr sehe ich jetzt wirklich nicht. Nur den hier. Ziehen wir mal ran. Kann aber nicht mehr schießen. Feuer. Und Aquador, mein guter Aquador. Macht nichts mehr. Gut, dann geh mal rein und heil dich mal. Du spionierst mal ein bisschen. Könnt noch mal ein bisschen plündern. Ah, ein bisschen Kohle verdienen. Zack. Und gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Nein, alles in Butter. Butter, Butter. Okay, mal hier gucken. Also, es ist hier nichts mehr in Sicht. Sie machen. Oh. Das ist aber ganz schön hier. Das dauert, bis der platt ist. Das hat ja schon mal erwähnt, dass die Gatling-Kanone echt mies ist. Dass man die ja fast als Nahkampfeinheit sogar verwenden könnte. Und jetzt habe ich vergessen, den Barbarossa hier ranzuziehen, damit wir nochmal den Bonus kriegen. Aber es ist nicht so schlimm. Wie gesagt, wir haben Zeit und bereiten uns denn so langsam auf den finalen Schlag vor. Okay, gut, hier oben sind wir durch. Der heilt noch. Hier oben wird Amphitheater gebaut, wo ich stand. Passt. Gut, aber hier, meine Freunde, guckt euch das an. Madrid ist ja schon fast kaputtgeschossen. Da stehen nur noch ein paar Hütten. Und die reißen wir jetzt endgültig ab. Ich würde aber gerne mal meine Nahkampfeinheiten noch ein bisschen trainieren lassen. Also meine Landeinheiten. Mann, jetzt schickt er mich wieder da hoch. Oh. Du nervst doch. So, darf ich wieder runter. Was ist hier denn? Mach, was du willst. Oh. Das ist anstrengend, dass der immer da rumswitcht. Statt er einfach die nächste Einheit nimmt, die da. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Heilen. Ja, du da. Zack. Und jetzt, wer bist du denn? Was wollte ich mit dir machen? Ich wollte einfach hier oben mal ein bisschen schauen, glaube ich, ne? Oh, Kavallerie. Kommt zu spät. Zu spät. Jetzt dürfen wir hier unten weitermachen. Ein Traum ist das. Zack. Der edle Impi und General Julius, meine Freunde. Das ist gerade der Selbstmord. Nein. Ja, komm, wir machen jetzt hier kurz einen Prozess. Einmal hier. Und einmal 1, 2, 3, 4. Hier hoch. Warum kann ich da schon wie wegen dem Bären hier? Ist unglaublich. Na gut, dann machen wir es so. Und jetzt nehmen wir Madrid ein, auch wenn wir gerade minus 4 Unzufriedenheit haben. Ich hoffe ja, dass da vielleicht Notre Dame drin ist. Machen wir das erstellen. Eieieiei, minus 14. Fackelt nicht irgendwo noch eine Hütte hier? Wir haben da hier oben, brennen wieder irgendwas ab, oder? Hier oben, hier oben, hier oben. Ja, Orléans. Oh, das dauert ja ewig. Aber nicht vergessen. Verkaufen hier das Zeug. Können wir hier irgendwo, nicht hier, aber vielleicht irgendwo noch was kaufen? Pagode. Nächste Runde eine Pagode. Das wäre schon mal wieder plus 2. Das sieht nicht gut aus. Aber London baut gleich eine Fabrik. Ist auch schön. Aber wir haben keine Zufriedenheitsgebäude. Das ist ein Drama, ist das. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Dauert auch noch ewig bis zur nächsten Politik. Kohle haben wir einiges. Was haben wir noch hier an?
Tja, 22 Runden. Weiß auch gar nicht, Gewürze. Religiös, maritim. Das bringt alles irgendwie nichts. Gewürze, Schmuck. Habe ich schon Gewürze, Schmuck? Gewürze habe ich schon und Schmuck habe ich auch schon. Ein großes Kino. Wer ist hier noch vorsichtig? Peter, vielleicht handelt der mit mir. Er hat aber, glaube ich, nichts zum Handeln, ne? Jetzt, das dauert aber lange gerade. Gib was Peter, ich mein schick dir. Freund, du hast nichts. Gut. Tja, was bleibt uns anderes übrig, als einfach weiterzuspielen und zu hoffen, dass wir das irgendwie überleben? Macht es eigentlich Sinn? Eine Stadt könnten wir doch abreißen. 1, 2, 3, die können wir nicht abreißen, aber der kriegt ja eh alle. Ja doch. Barcelona wird brennen. Ach so, dann muss ich die erstmal annektieren, bevor ich sie abfackeln kann. Und sind wir bei minus 20. Mindestens. Tja, das soll ja bei Civ 6 glücklicherweise nicht mehr so sein mit diesem Zufriedenheitsgeraffel hier. Ja, Barcelona in Brand gesetzt. Natürlich habe ich das getan. Und wir verkaufen auch wieder. Ja. Langer Weg, bis wir dann jetzt in Zufriedenheit wieder langsam ins Plus kommen. Allerdings sind es nur drei Städte, die wir einnehmen müssen. Den Rest lassen wir jetzt auch links liegen. Sevilla lassen wir links liegen. Und reisen jetzt weiter Richtung Gao. Hier oben macht Marrakesch. Und der Rest, was noch da hinten bei Frankreich sitzt, wird dann hoffentlich Frankreich übernehmen können. Gut, dann ziehen wir mal ein Stück weiter. Obwohl, wir können mal schießen. Zack. Und fast die nächste Beförderung. Dann gibt es ja auch Doppelschuss. Sehr schön. Ja, ziehen wir hier vor. Ey, 12 Minuten für eine Runde. Hallo? Ich würde heute noch fertig werden. Oder zumindest dieses Jahr. Ein Traum. Das denn für ein Name? Na, das könnte ich auch mal wieder aussprechen. Quarzazate. Quarzazate. Also die haben echt, teilweise haben die echt komische Namen, die ganzen Städte. Was ist denn hier los? Oh, das sind feindliche Freibeuter hier, hä? Von Tyros. Aber Tyros ist doch neutral, warum kämpfen die miteinander? Das ist ein Grund. Naja, gut, wird schon passen. So, was haben wir? Fabrik in London, ja, ein Traum. Und du baust dann jetzt. Was willst du bauen? Fregatten. Ja, Fregatten. Beförderung können wir jetzt. Reichweite haben wir schon. Dann nehmen wir nochmal Bombardierung Landeinheiten. Machen den mal jetzt hier. Zerstören den mal. Also zerstören noch nicht, aber nächste Runde. Und da kommt eine Gatling-Kanone. Hier kommt eine Fregatte. Noch eine Gatling-Kanone. Und wir können auf jeden Fall erstmal aus dem hier schießen. Aus der Stadt hinaus. Ins offene Meer. Hier oben ist eine Kanone. Habe ich die übersehen oder so? Okay, aber die kann noch nichts anrichten. Die muss ranziehen. Außer auf unserem Freibeuter können sie schießen. Deswegen ziehen wir die mal ab hier. Lalalala. Und ab die Luzi. Na ja gut, wir kämpfen mit einem echt bösen Malus jetzt, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Der ist gerade nicht so fein. Und wenn wir Pech haben, kommen auch bald die ersten Revolten.
Und dann haben wir ein noch größeres Problem. Rio hat eine Fregatte gebaut. Sehr schön. Dann komm mal her. Wir brauchen Verstärkung. Verstärkung bei Frankreich. Ja, was machst du hier? Was hast du vorher gemacht? Nahrung nach Umgo. Ja, müssen wir weitermachen. Sonst verhungern die hier, meine Freunde. Gut, Madrid gehört uns. Was ist eigentlich drin in Madrid? Das haben wir uns gar nicht angeguckt. Artemis-Tempel und Hagia Sophia. Noch mehr Glauben. Und plus 10 Wachstum. Haha, geil. Bringt uns mal sowas von gar nichts. Ja. Was wollen wir jetzt hier machen? Dann gehen wir mal hier zu Wasser. Zumindest die, die schon können. Na? Oh. Das könnte in die Hose gehen. Machen wir mal so. Jetzt müssen wir einen Weg dahin finden. Hier ist Banane. Auf den Grenzen haben wir, glaube ich, nicht. Oh, ein Weltwunder. Ja, ein Zufriedenheit. Immerhin. Du bleibst nochmal hier stehen. Du kannst noch ein bisschen heilen. Ups. Festige mal hier. Ach, du heilst schon. Okay, du bleibst da. Und jetzt geht's. Ah, da kam mal der Lancia. Eine Runde früher mit einem Problem gehabt. Haben wir aber nicht. Keine Reichweite, schade. Und ich glaube, nächste Runde kriegen wir ein Problem, dass wir eine Revolte kriegen und dann ein paar gegnerische Einheiten spawnen. Klingt komisch, ist aber so. El Cid, mein Freund, du bleibst immer da stehen. Und hier ist jetzt nichts weiter. Wir könnten noch einen Frachter plündern. Das machen wir auch. Da klingelt die Kasse. Und dann wird jetzt mal auf Marrakesch geschossen. Weil, was soll man sonst machen? Ist ja kein Gegner mehr da, wa? Ist ja keiner mehr da. Wunderbar. Ja, spring mal wieder rum. Eigentlich kannst du auch gleich Richtung Frankreich schippern. Zack, Marine. Du auch. Und Nobamba kann dann mal eine Pagode kaufen. 13, ne? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Okay. Gut, passt. Hier, du bleibst auch hier stehen und wartest mal auf die Kanone. Und hier unten dürfen wir noch weitermachen. Ne, dürfen wir nicht, haben wir schon. Ja, bleibst da stehen. Du darfst nochmal schießen. Das ist gut. Aber die sind auch unzufrieden, ne? Minus 14%. Ja. Ist doch richtig so. 1, 2, dürfen wir nochmal schießen? Ach, siehst du. Super. Sind wir wieder zu früh, sind wir wieder zum anderen Schlachtfeld gesprungen. Du hast so drei Bewegungen. Du gehst mal schon mal. Oh, hier. Jetzt aber. Mein lieber Scholli. Ihr könnt ja mal schreiben, ob euch die Maus nervt, ob ihr das hört oder ob das ertragbar ist. Vorher hatte ich eine schöne Logitech-Maus. Die hat auch gute, boah, 5 Jahre gehalten und die war nicht selten in, ja, in Benutzung. Und da durfte die dann schon mal kaputt gehen. Du hast keine Reichweite, du blöder Penner. Jetzt ziehst du mal hier und trainierst nochmal eine Runde. Und da auch. Ein Stück könnten wir ranziehen noch. Zack. Wir haben ja auch noch Marvin hier, der kann auch noch mal schön zuschlagen bei Marrakesch.
Sollte noch nicht ganz so schnell jetzt hier Marrakesch einnehmen. Da wir haben schon minus 13 Unzufriedenheit. So. Der komische Vogel da. Hat auch nochmal einen auf den Sack. Eigentlich sollte der heilen. Na, ist egal. Ist nicht mehr so schlimm. Ist klar, wenn man sieht, dass man jetzt Favorit ist, dann spielt man auch nicht mehr ganz so konzentriert. Der sollte eigentlich auch da drauf stehen bleiben, aber es ist, wie es ist. Madrid, Olundi wurde eingerichtet und Naturwunder. Es gibt null Naturwunder zu entdecken. Wir haben alle Naturwunder entdeckt. Ob ich das so schön finde, weiß ich noch nicht. Ja, was haben wir noch? Eisen haben wir noch. Den knallen wir nochmal an der Fregatte raus. Ja, Baufregatten. Komm, machen wir jetzt hier. Ende im Gelände. Ja, wie gesagt, ich versuche immer noch fleißig aufzunehmen, aber momentan ist der Chef im Urlaub und das knallt so dermaßen auf Arbeit. Das geht mir ganz schön auf den Sack. Aber es macht Spaß. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und verzeiht's mir, wenn ich doch meinen Beruf vorziehe vor Let's Plays oder vor Videoaufnahmen. Ich denke, das ist verständlich. Mit Let's Plays werde ich nie Geld verdienen. Und damit bestreite ich natürlich mein tägliches Brot. Und ich verstehe immer noch nicht, warum Tyros Kathmandu angreift. Habe ich irgendwas verpasst? Wenn der mit mir verbündet ist, dann darf der doch keinen Krieg führen mit Kathmandu. Wenn der nicht mit mir im Krieg ist. Kann mir das jemand erklären? Also ich kann es mir nicht erklären. Für mich macht das null Sinn. Ich gehe nochmal kurz hin. Ihr habt jetzt alle gesehen. Mann, lass mich jetzt mal. Danke. Ihr habt jetzt alle gesehen, dass Tyros Kathmandu angegriffen hat. So, Tyros ist mit mir verbündet. Ich habe keinen Krieg mit Tyros. Also dürfte doch Tyros jetzt keinen Krieg mit Kathmandu führen. Oder habe ich irgendwas verpasst? Tja. Mit dieser Frage lasse ich euch dann jetzt mal alleine. Ihr könnt mal grübeln und ich grübel auch mal. Vielleicht fällt es jemanden auf oder ein, warum Tyros jetzt Kathmandu angreift. Du musst doch eigentlich auch dann Frieden schließen mit Tyros, wenn ich Frieden mit Tyros habe, oder? Also, wäre schön, wenn ihr mir da eine Antwort liefern könntet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, tschö mit Ö.